ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! They got one of those stunty cooks making a stew. That's a surprise. They've hired a star player. We're gonna see some frozen balls today. Hard as rocks, and good for throwing right at the enemy. If you believe the rumors, that team has spent all their extra time on the training field. They're up for this. Is this a fair fixture? One side is clearly more powerful than the other. You really are a whiny little bloodsucker sometimes, Jim. What's fair got to do with anything? Ja, huhu, hier wieder beim Koali und da stehen sie, die hochnäsigen, ekligen Hochelfen. Bleh. Ja. Willkommen bei einer lustigen, kurzen Partie Blood Bowl gegen Hochelfen mit der Nordpol Chaos Squad. Und hier sind doch tatsächlich ein paar Starspieler unterwegs, die ich noch nicht kenne. Gucken wir mal auf den Münzwurf. Verloren. So how do you stop a high elf team then, Bob? Kill them all. Can't do that, but have a watertight defense and stop them from passing that ball. Ja, wir haben das Glück, dass es schneit. Das heißt, hier können wir mal gucken. Wir können schlechter auf dem Grund uns zurechtfinden und gehen schon mal 1 und 2 zu Boden, wenn wir ein Go-For-It machen. Meh, meh. So, wir haben hier Agility 5 Elfen. Aua, aua. Dann haben wir, wie beim Computer sehr beliebt, Ringen-Elfen. Ja, hier mit Abrollen und so ein Kack. Dann haben wir Block und Ausweichen. Eieieiei. Wie gut, dass wir inzwischen so viele Tackle-Spieler haben. Oh, wir haben jede Menge Leute mit Ausweichen hier. Was ist das hier? Das ist Fangen, alles klar. Hier haben wir einen Elfen, der sich weiter bewegen kann. Und bla und beide. Alles mögliche Unsinnige bei den. Wo ist denn der Starspieler von denen? Da hinten. Guck mal. Was kann der denn? Der hat Ballgefühl, der kann. Ach, das ist ein Werfer. Ja, wer es braucht, ne? Okay. Und den kennen wir schon. Der war jetzt nicht so berauschend bisher. Mal sehen, ob wir hier was ausrichten können. Wir wechseln auf jeden Fall unsere Tackle-Spieler mal ein. Wen nehmen wir dafür raus? Den Koriminus nehmen wir dafür raus. Und wir haben hier, haben wir ja noch jemanden mit Tackle auf der Bank. Ne? Der Preak hat Ausweichen. Elastiklöffel hat nix. Naja, immerhin einen mehr. Wir könnten auch Backfisch noch mal eine Pause gönnen für Preak oder Koriminus. Aber ich glaube, Plastiklöffel kann noch mal ein bisschen spielen hier. Die brauchen ein paar Starspielerpunkte. Und Backfisch in der Defense ist jetzt nicht so notwendig. Alles klar, dann stellen wir eben noch ein bisschen die Zwischensequenzen wieder raus und den Sound für euch etwas leiser und dann geht's los. Hier irgendwo hin, ist mir eigentlich relativ egal, wo der Ball hingeht. Wir nehmen uns heute mal vor, die Elfen zu zerhacken. 9 Wiederholungswürfe beim Gegner. Und jetzt bestechen sie auch noch den Schiri. Wir haben 2 Wiederholungswürfel weniger als sonst. Ganz schön dreist, würde ich sagen. Ja, hier haben wir sofort diesen komischen Werfer. Und er wird in eine Elfenmauer, in einen Elfenkäfig eingequetscht. Hat er den Agility 5 Typen wirklich vorne stehen lassen? Nee. Hat er den überhaupt auf dem Feld? Hat ihn nicht mal auf dem Feld? Lass mal eben gucken hier. Ist er draußen? Nee. Habt ihr den gesehen?
Wo war der denn? 4, 4, 4. Da ist er. Der muss fallen. Wir nehmen uns vor, den zu zerstören. So, und hier gibt es direkt den ersten Block. Diesmal als Ziel den Mischka. So, und wir sind dran. Tja, fangen wir doch direkt mal mit dem Cartman an. Der Cartman kann prügeln, das wissen wir alle. Leider nicht gegen Leute mit Ausweichen. Aber neben dem Cartman steht ja auch noch der Samur und der kann das. Bleiben. Und da ist der erste Elf schon K.O. Genau so muss das laufen. Vielleicht noch ein bisschen brutaler. Casualties? Anyone? Egal. Gut. Frank. Gegen Agility 4 Elfen mit Ausweichen. Und wir brauchen hier schon einen Wiederholungswurf. Komm Frank, du brauchst ein bisschen Starspielerpunkte. So nicht. Der Beru könnte einen Blitz ansagen, aber ich glaube... Hier möchte ich auch blitzen. Nee. Okay, der erste Zug war schon mal nicht so super, super duper. Gucken wir mal. Oh, der Blattskorpion bewegt sich heute freiwillig. Das ist schon mal ganz schön. Und mit dem Beru und dem Eloridas... Kommen wir hier auch mal ein bisschen nach vorne. So, und dann schauen wir doch mal, wenn wir den Zug beenden, wo es dann weitergeht. Ganz schön kalt muss dem Blattskorpion sein, obwohl der ist ja befällt. Ist ein Tier. Tier. Ich weiß gar nicht, ob Skorpione generell frieren. Müssten sie eigentlich. Egal. In diesem Spiel ist der ja gar kein Skorpion, sondern er heißt nur Skorpion. Blutskorpion. Wow. Ja, das ist doch schon mal schön. Da fliegen schon die ersten Wiederholungswürfel. Nicht, dass der Elf davon zu wenig hätte. Wir wählen trotzdem diesen hier aus. Und der Beru haut den nächsten in die K.O.-Box. Und das ist auch noch der Schlecker, lecker, lecker. Elfi hier mit der Agility 5. So. Blood Scorpion. Schaffst du ein Casualty? Nö, schaffe ich nicht. Chef. So, hier wird zur Seite geschoben. Frank kann sich nochmal versuchen an dem Typen, aber auch der schafft es nicht. Schieben wir ihn halt wieder zurück. So, und der Beru geht mal neben den Ballträger. Koali einmal gegen den Fänger. Und folgen. So. Haben wir sonst noch irgendwen, den wir dringend wegbrauchen? Hier, der da nervt. Wird der ausweichen? Der hat ausweichen. Also gehen wir mal mit dem Mischka da vor. Der Mischka hat ja seit neuestem auch Tackle. Und das hilft ihm in diesem Situation. Hilft ihm das? Wir folgen. So, hier den Samur auch wieder nach vorne ziehen. Nicht vergessen und auch den nächsten Spieler noch zum Starspieler heranziehen. Der sollte sowieso Probleme haben mit dem Blattskorpion direkt vor seiner Nase. Also wenn ich jetzt hoch F werfe, würde ich jetzt versuchen, einfach diese
geballte Präsenz von Tiermenschen und Chaoskriegern hier in der Mitte einfach mal auf der Seite zu umlaufen. Schnell genug sind sie ja, die Elfen. Aber anscheinend möchte dieser Hochelf sich prügeln. Ich meine, ich nehme das. Ist gut. Cartman kriegt's ab. Schieben wir den Cartman weg, heißt das Motto. Bei den Hook. Ja. Auch eine gute Möglichkeit, vom Blood Scorpion wegzukommen. Diese Schreie hören wir doch alle gut gerne. Ja, ja. So. Einmal ein Einserblock gegen den Ballträger. Der hat Abwehren. Okay. Starspieler mit Abwehren. So, und da ist er den Ball los. Und ist gelähmt. Nee, nee, will ich nicht fangen. Gibt ja keinen Turnover. So. Der Beru ist der Nächste, der prügeln darf. Und Beru hat Block. War, glaube ich, sein allererster Skill. Blood Scorpion. Kaboom. Und da ruht er jemanden tot. Nämlich den, wie heißt der? Ruion. Irgendwie. Und der Apotheker leistet erste Hilfe und, naja. Er ist jetzt nur noch -1 Geschicklichkeit gesegnet. Sehr gut, Blood Scorpion. Bravo, bravo. So, einmal hier blocken. Sehr schön. Hier geht's direkt weiter mit Koani. Gib mir den Fänger. Folgen. Sehr schön, jetzt haben wir noch irgendwo einen Blitz. Wir ziehen den Blitz mal hier gegen den. Und Cartman, kannst du deinen Knochenbrecher einsetzen? Leider nicht so richtig. So. Alles umrundet den Ball. Der steht da eigentlich ganz gut, der Lesrak. Beenden. Da stehen sie wieder auf, die Elfen. Es wird ihnen nichts nützen. Ja, komm, gegen zwei Tackle-Zonen. 50-50 Chance, ne? Nehme ich mit Wiederholungswurf auch. Aber er schafft es nicht, den Ball aufzuheben. Ja. Tja, mein lieber Freund. Tackle! Was ein Schrei. Mischka nach hier oben. Einmal hier. Und der hat leider Block. Das heißt, wir schieben ihn nur noch da. Folgen ihm. Damit der Cartman ihn verprügeln kann. Ah ja. Oh, der hat gar keinen Block. Ich glaube, ich habe mich letztes Mal auch schon bei dem vertan. Das ist aber auch ziemlich fies, dieses Symbol. Das sieht fast so aus wie Block. Ist nur Pass verhindern. Blood Scorpion! Der hat ausweichen, Blood Scorpion, aber du darfst ihm hinterherlaufen und nochmal hauen. Irgendwie macht das ein bisschen Spaß, hier Hochelfen zu verprügeln. Aber leider viel zu wenig Cashentees. Leute, das muss besser gehen. Hier, Manu. Abwehren. So.
Dann ziehen wir jetzt doch mal einen Blitz in Betracht. Ah, wir schieben. Das Hauptsache, er geht vom Ball weg. Und folgen. So, Frank, hol dir den Ball. Einen können wir noch. So, und jetzt beenden wir den Zug. Der Frank ist auch ganz gut für den Touchdown, denn er braucht noch 4 Punkte für den Stufenaufstieg. Damit wir ihm endlich auch Tackle verpassen können. Na, jetzt schreibt mich gerade jemand bei Skype an. Schade, schade. Hätte er das mal vor diesem Match gemacht, dann hätten wir zusammen spielen können. Na egal. So, wir laufen erstmal Richtung Endzone mit dem Frank. Der ist ja hier nicht im Bedrängnis. So, und dann haut der Bero mal schön hier drauf. Naja, er hat Ausweichen. Ich weiß, ich weiß. Tut mir leid, der Bero. Bero hat es ja allgemein immer mit diesen Squishy-Spielern. Der hat's. Der mag das nicht so. So, Cartman bleibt da erstmal stehen. Nehmen wir noch jemanden mit Tackle. Ach man, keine Casualties. Was soll das denn hier? Hat der Block? Nein, hat er nicht. So, dann kann der Manu den Starspieler hier blocken und hoffentlich umhauen. Also umhauen schon, aber naja, ihr wisst schon. So, Blattskorpion, auf dich ist Verlass meistens. Wiederholungswurf. Hat sogar geklappt. Mit Ausweichen. Nein, Blattskorpion wird niedergeprügelt von einem Elfen und der Elf steht jetzt auch noch frei rum. Was eine schlechte Aktion von Blattskorpion. Naja, er hat doch immerhin heute schon jemanden fast getötet. Tja, Ausweichen und Tackle, das verträgt sich nicht so richtig, ne? Da wird er umzingelt und jetzt kommt gleich der Blitz von dem, pass auf, jawohl. Wird das der Frank aushalten? Er wird es nicht aushalten. Nein! Ah, wie schlecht. Und da kommt der Starspieler und holt sich den Ball auch noch. Schafft es aber nicht, ihn aufzuheben. Okay, alles klar. Es ist eine lustige Runde, Leute. Yay! So, Blattskorpion aufstehen und natürlich Müller lieber im Gras liegen bleiben. Das ist natürlich schön beschneiten Gras. So, der hat keinen Blocken, das heißt, wir hauen ihn einfach mal hin. Und töten ihn! Sehr gut. Der zweite Tote heute, super, super gemacht. Samur. Ein... Ups, das war aber jetzt glücklich. Ich habe den gar nicht gesehen hier. Hauen wir den mal. Und das abwehren. So. Da können wir einen hinziehen. Und Gomphorid will ich jetzt nicht ausgeben. Aber wir können auch versuchen, hier den Starspieler mal loszuwerden. Der ist nämlich hier hinten ziemlich gefährlich. Abwehren. Gelähmt. Perfekt. So, dann machen wir mit ihm hier einen Blitz gegen den. Ah, super, es klappt ja wie am Schnürchen. Folgen. Und dann auf den Ball.
Und da ist der Touchdown von Frank. Unsere Nummer 11. Immer zuverlässig, immer da, wenn man ihn braucht. Und den Mädels muss wirklich, wirklich kalt sein. Erst zwei Casualties. Das geht besser, Leute. Wir haben noch zwei Züge in dieser Halbzeit, um das zu verbessern. So, wen haben wir draußen? Freak. Oh, selbe Elf wie beim ersten Anstoß. Die Elfen vertrauen auf ihre Starspieler im Backfield. Der Ball geht ganz schön weit nach hinten. Beide Mannschaften gewinnen einen Zug. Sehr schön. Das heißt, wir haben einen Zug mehr, um Elfen zu verprügeln. Allerdings die Elfen auch einen Zug mehr, um einen Touchdown zum Ausgleich zu machen. Wir gerade noch mal gucken, welche Elfen wir denn hier Platz gemacht haben. Ah, der hatte einen Aufstieg, der Fänger. Okay, das tut jetzt nicht so weh. Der tut auf jeden Fall weh, mit minus 1 Geschicklichkeit. Aber der ist eh ein bisschen mehr der Prügler gewesen. Wird er wohl auch verkraften können. Der Agility 5-11 wird drin, glaube ich. Da fliegen die Wiederholungswürfe. Jetzt kommt der Blitz. Diesmal wollen sie Koali blitzen. Schieben ihn aber nur durch die Gegend. Was haben wir denn hier für einen Blitz? Was kann der denn Gutes? Oh, der hat sogar Tackle. Alles klar. Ja, und das Ausweichen klappt dann nicht mehr so gut. Alles klar. Wir schlagen... Hat der Ausweichen? Ja, der hat Ausweichen. Das heißt, wir müssen den mit Koali schlagen. Zack, denn Tuali hat Tackle seit neuestem. Nee. Genau. So, dieser Kerl hier wird auch eingerahmt von lästigen Tiermenschen. Loredas einmal schieben. Folgen. So, Blood Scorpion, einmal bitte blitzen. Oh, er macht das sogar. Ja, der hat Ausweichen. Nächster. Der Frank zeigt dir jetzt mal, wie das geht hier. Folgen und Casualty, dann steigst du auf, Frank. Nur gelähmt. So, der Bero bleibt hier mal in der Mitte stehen. Das ist eigentlich ganz gut. Hier ziehen wir noch einen Spieler nach vorne. So, und hier ziehen wir auch einen Spieler nach vorne. Und dann beenden wir den Zug und schauen mal, was der Hochelf so anzubieten hat. Na? Kommt da was? Ich habe ihm extra hier in der Mitte, also nicht extra, aber ich hier so eine schöne Lücke gelassen. Da könnte man sich durchmogeln, wenn man elf ist. Wenn ich Elfen spiele, ich würde hier versuchen durchzukommen. Aber nicht der Computer. Einser-Blocks machen sie stattdessen. Hier kommt ein Blitz gegen Cartman. Und der geht auch zu Boden. Und der Ballträger etwas weiter nach vorne. Diese Runde würde ich noch nicht kriegen, aber danach. In der letzten Runde.
starten wir? Ich glaube, wir starten mit dem Manu. Schieben hier mal den Elfen ein bisschen nach vorne. Es läuft gerade nicht. Mal Unterstützung nach hier bringen. Damit der Mischka diesen netten Elfen hauen darf. Gelähmt. Blood Scorpion, come on. Jawohl, und jetzt kommt Casualty. Nee. Und der Frank braucht auch eine Casualty. Nee. Gucken wir mal, ob der Koali das besser kann. Folgen. Jo! Koali schafft eine Casualty. Sehr schön. So muss das doch sein. Der Lesrak einmal nach vorne. So, und ich glaube, ich mache hier mal den Blitz gegen den hier. Er hat leider Abwehren, aber ich kann mich so neben den Ballträger stellen. Ich lasse den Cartman da mal liegen. Das ist mir zu gefährlich. Der könnte immerhin in die Zuschauer geschubst werden. So, die Mitte ist frei für die Elfen. Sieht sehr einladend aus, wenn ich Elf wäre. Obwohl, Touchdown schafft er eh nicht mehr. Aber gut. Ist ja der letzte Zug in dieser Halbzeit für die Elfen. Ausgewichen. Und ein Blitz gegen den Samur. Also ich habe, glaube ich, noch kein Elfenteam hier, gegen das wir gespielt haben, gesehen, das hier so ein Passspiel aufgezogen hat. Aufstehen. So, wir beginnen ein bisschen und versuchen noch ein paar Ausfälle bei den Elfen zu verursachen für die zweite Halbzeit. Zum Beispiel so ein. Perfekt. Sehr gut, und damit hat der Frank seinen Aufstieg. Läuft bei dem. So, haben wir hier einen mit Ausweichen. Ja, leider hat der Ausweichen. Was hat der auch Ausweichen hier? Da kommt der Cartman leider nicht hin, oder? Nee. Das ist zu risky. So, wir hauen stattdessen den Elfen. Denn der würde dem Gegner ziemlich wehtun, wenn der ausfallen würde. Mit seinen 32 Starspielerpunkten. So, haben wir sonst noch irgendwas? Wir können noch mit dem Blood Scorpion hauen und dann war es das für diese Halbzeit. Und K.O. immerhin. So, ja, wir haben nichts mehr zu tun. Das heißt, Halbzeit. So, Mischka ist auf dem Spielfeld, Biru ist auf dem Spielfeld und Backfisch auch. Ich würde gerne den Manu weiter auf dem Spielfeld haben. Tausche den mal aus gegen den Beru. So, auch Plastiklöffel hätte ich gerne im Spiel. Für Kuriminus. So. Wir schauen jetzt mal,
Wir können denn hier einen Touchdown verbrauchen oder brauchen, generell brauchen. Eigentlich sind alle schon ziemlich gut fortgeschritten hier. Plastiklöffel noch am ehesten. Ne? Stellen den mal hier nach außen. Obwohl, kommen wir hin, wir stellen den in die Mitte. Da hat er am meisten zu tun. So, den Koali können wir dann nach hier stellen. So, das ist doch mal eine Line. Und der Ball kommt. Das Wetter wird besser. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für uns. Wir werden es erleben. So, Lesrak, du hast heute noch nichts gerissen. Mach mal was. Loridas. Mal schieben. Blocken. Der Manu. Mal hier hin. Zack. Gucken, wie es hier in der Mitte weitergeht. Immerhin gelähmt den ersten Starspieler. Und Blattskorpion gegen den zweiten Starspieler. Das geht besser, Blattskorpion. Wir haben noch einen... Nee, Blitz haben wir nicht mehr. So, stellen wir uns hier in Prügelreichweite. So, und dann einmal Backfisch zum Ball, bitte. Backfisch zum Ball, bitte. Laufen Sie bitte zum Ball. So, und dann gibt es hier einen Pass. Sehr schön. Und der Mischka läuft dann ein bisschen nach vorne. Ach, ich trauere dem einen Spiel hinterher, an dem Backfisch mal Agility 5 hatte. Dann direkt die Verletzung. Ne? Ja. Okay, hier wird versucht, den Elf zu befreien an der Seite. Und schaffen sie auch. Manu ist gelähmt. Das schreit nach Rache. Probieren wir noch mal die Rache hier. Gelähmt. Erstmal. Nein. Puh. Erstmal hier den Spieler. Ah, die Starspieler sind heute zäh. Cartman. Achtung, der hat Ausweichen. Ja, und ich sag's noch. Plastiklöffel einmal bitte hauen. Der hat nämlich kein Ausweichen. Gelähmt. So. Hier können wir noch einmal prügeln. Ja, das funktioniert. Hoffentlich jetzt noch eine Casualty für den Lesrak. Nee. Backfisch einmal nach vorne wieder. Ich glaube, der einzige Spieler, der ohne Block auskommt in unserem Team. So. Spielen wir das risikohaft?
Ja, versuchen es ein bisschen günstiger zu spielen. Passen mal hier hin. Auf Plastiklöffel. Ich denke, er wird es trotzdem ganz gut schaffen können, hier den Ballträger zu tackeln, aber so nicht. Okay, jetzt hat er erstmal einen Unterstützer dran. Jetzt kommt hier der Blitz durch den Starspieler. Okay, der hat nicht geklappt. Nur schieben. Was soll denn der Ball entreißen? Hat aber nicht. Gut. Ich habe nämlich gerade nicht aufgepasst, ob er das hat. Er hat jede Menge Sonderfähigkeiten, aber diese einen eben nicht. So, Eloridas, der Starspieler ist dein. Der hat nämlich kein Blocken. So, was hat der hier? Der hat nichts weiter Dolles. Das heißt, könnte den mit Koali mal hier hin blocken. So, und los, lauf, 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 lauf. Plastiklöffel. Hier noch einmal den Weg zu machen. So, und auch hier können wir den Weg zumachen. Hau ihn! Schlag ihn, gib ihm Tiernamen. Casualty-mäßig diese Halbzeit noch unter aller Sau, Leute. Das muss sich verbessern. Ah, wenigstens ein K.O. So, der Cartman macht hier mal oben zu. Und Buckfish macht hier mal die Seite zu. Das heißt, unser Beiträger sollte relativ sicher sein. Können wir gleich vielleicht nochmal versuchen, einen Pass zu machen, bevor wir den Touchdown machen. Weil dann hat Plastiklöffel sicher den Aufstieg. Aber gut, er ist durchgedodged und schiebt Plastiklöffel vor sich her. Richtung Touchdown-Zone. So. Wir hauen hier. Oder auch nicht. Schade, schade. So. Wie machen wir das am geschicktesten hier? Wir hauen erstmal den weg. Geh weg. Du nervst. Bleiben. Dann hauen wir den Starspieler. Dann hauen wir den. Und der nächste in der K.O.-Box. Dann hauen wir, nein, ohne Blitz, den hier. Folgen. So, der Cartman kümmert sich hier um den. Der hat leider Ausweichen, das kommt dem Cartman nicht so gut. Aber der Cartman schafft das, guckt. Folgen. So, das heißt auch, dass wir hier Plastiklöffel frei haben für einen Pass. Dann laufen wir erstmal hier wieder zurück. Und machen einen Pass auf Buckfish. Oh, come on, Buckfish. Das kannst du besser. Du hast zusätzliche Arme und so. Ja, siehste, geht doch. So, und den Ball wieder zurückgeben an Buckfish. An Plastiklöffel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So.
Und Frank ziehen wir hier zu dem Starspieler hin. Der steht da gut. Hier machen wir noch ein bisschen zu. Und dann beenden wir den Zug. Und das heißt, im nächsten Zug kann Plastiklöffel dann den Aufstieg fertig machen. Naja, gut. Nur schieben, Gott sei Dank. Gut rausgedodged hier. Ist nicht einfach. So, wir starten mit diesem Block. Einmal schön gegen Kante. Dann der Manu gegen den Fänger. Okay, da schafft er es noch nicht. Aber jetzt wird er in die Zuschauer reingeschoben. Passt auf. Wenn der Mischka jetzt nicht große Scheiße baut. Macht er aber nicht. Bleib mal stehen. Und in die K.O.-Box. So, auch der Lessack macht hier sein Spielchen ganz alleine auf der Flanke weiter. Der Blattskorpion wieder Lust. Ja, hat er. Ab in die K.O.-Box mit dir. So, der Starspieler möchte auch noch ein bisschen leiden. Schade, schade. So, Cartman. Blitz. Da geht er down. So, dann stellen wir hier mal Unterstützer drumherum. Faulen! Wir bestechen. Ah, Backfisch fliegt vom Platz. Schade, schade. Trotz Bestechung. Was ist denn das für ein Schiri? Er lässt sich einfach nicht bestechen. Naja, geht der Touchdown halt eine Runde später. Und der Wiederholungswurf fliegt bei den Hochelfen. Wir sind wieder dran. Da passiert nichts. Weiter. Einmal ab in die Zuschauer mit dir. Und verletzt. So ist das doch schön. Wenigstens die Zuschauer kriegen das hin. So, den müssen wir mal einfangen hier. Prädestiniert dafür der Bad Scorpion und Konsorten. So. Cartman, faulen. Nur gelähmt. Und da geht der Touchdown. Und Stufenausstieg für Plastiklöffel. Yippie-yay-yay. Ja, da tanzt es sich in dem Fummel doch ein bisschen besser als im Schnee eben noch. Boah, fast alle aus der K.O.-Box kehren zurück. Wir haben uns gerade die Mühe gemacht, die wie rauszukriegen und dann kommen sie alle wieder. Skandal.
but drive the coach crazy, as his team has just kicked it away. Ja, ziemlich weit vorne der Ball. Schauen wir mal, ob das die Elfen dazu veranlasst, ein bisschen offensiver vorzugehen. Gewinnen können sie nicht mehr. Da lehne ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster. Dafür haben sie einfach zu schlecht gespielt in der ersten Halbzeit schon. Kommt der Blitz gegen Quali mal wieder. Wiederholungswurf und Quali geht zu Boden. Nee. Aufstehen, Quali. Der hat ausweichen. Folgen. Der hat Ringen, ne? Dann schieben wir ihn lieber noch ein bisschen. Ah gut, wir haben Tackle. Das ist ja der Lesrak. Der kann das. Läuft. So, ein bisschen hier engagen. Auch den Bero wieder zu den Spielern ziehen. Wo er hingehört. Zum Pulk. Manu, mach hier hinten mal ein bisschen die Weite zu, für alle Fälle. So, und jetzt würde ich ganz gern hier den Blitz mit dem Wiederholungswurf kommen. Ah, schade, klappt nicht. Das wäre so schön gewesen hier. Aber gut, man kann nicht alles haben. Boah, das war Glück. So, und den Starspieler mauern wir auch noch mal ein bisschen ein. So. Schauen wir mal, ob er hier versucht, hier durchzulaufen. Ich würde es versuchen als Hochelfenspieler. Zu verlieren hat er ja nichts. Aber das scheint wieder irgendeine komische Sache zu sein, was er hier vorhat. Oh, durch Deckelzone rauslaufen, das klappt alles. Okay, Elfenspiel. Plastiklöffel kriegt aufs Maul und ist K.O. Na. So, wird er jetzt durchlaufen mit dem Ballträger oder wird er nicht durchlaufen mit dem Ballträger? Er läuft ein Feld nach vorne. Uhuhuhu. Alles klar. Rache für Plastiklöffel. Leider nicht. So. Da verliert er den Ball. Nein! Der Lesrak fängt den Ball und er kann diese Runde nichts mehr machen. Das ist tragisch. Blood Scorpion ist wie immer wild. Das macht jetzt uns zu diesem Zeitpunkt auch nichts mehr. So, gleich haben die Elfen noch einen Zug. Da können sie noch irgendeine komische Sache machen, wenn sie Bock haben. Bin gespannt, was das gibt. Dieser Schrei. So als Handy-Klingelton. Pro
wollen. Und dann wollen sie unbedingt hier den Bero schlagen. Das ist klar. Wahrscheinlich, weil er nur Rüstungsschutz 7 hat. Und Bero ist verletzt. Oh, 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 oh. Keine langfristigen Auswirkungen, Gott sei Dank. Aber gut, 2 Starspielerpunkte für die Hochelfen. Jetzt, wo wir uns nicht mehr zurückwehren können, dreht der Hochelf auf. Kommt erst langsam in Fahrt. So, war es das jetzt hier? Jawohl, 2:0 gewinnen wir gegen die Hochelfen. Yeah! Okay, Gewinne sehen okay aus. So, wir gehen mal... Wer hat denn hier... Mischka hat den Spieler des Spiels geholt. Alles klar, wir gehen raus und in unser Team, weil wir haben 2 Spieleraufstiege. Einmal der Frank. Schauen wir mal, was er kriegt. Und was normal ist, das heißt, wir geben ihm Tackle. Und Plastiklöffel. Hat einen Pasch. Plastiklöffel. Vielleicht mal was außergewöhnlicheres. Heimtückisch mit Faulen und so. Ja, was aber bei passenden? Team Captain. Brauche ich eigentlich alles nicht. Also entweder ausweichen, weil wir einen Pasch haben. Oder vielleicht doch lieber was fürs Hauen. Schwierig, schwierig. Ich glaube, ich gebe Plastiklöffel einen Knochenbrecher. So. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal bei Blood Bowl. Euer Quali. Tschüss.